Es ist ein Glossar. Wir beginnen mit dem A. Und A steht für, Stefan? Alles Akteure. Kleine Geschichte dazu vielleicht. An einem Anlass letztes Jahr hat uns eine ehemalige Landtagsabgeordnete aus Liechtenstein geholfen, Geschirr abzuspülen. Und das ist schon ein schöner Kontrast. Und sie hat dann gesagt, bei euch an den Veranstaltungen, da verspürt man immer so ein bisschen den Drang, mitzuhelfen, aktiv teilzunehmen und nicht einfach nur zu konsumieren. Abschließend gab sie uns dann noch 100 Schweizer Franken in die Hand für die Benefactum Vereinskasse. B wie? Benefactum. Was Benefactum ist eine schwierige Frage, die wir bis heute nicht wirklich beantworten können. Am besten wäre, Sie fragen die einzelnen Mitglieder, weil jeder was anderes darunter versteht, weil jeder einen anderen Zugang zu dem hat, was er gerne tut und mit wem er es tun will. Und aus diesem Netzwerk heraus sind doch eine Vielzahl an Projekten mittlerweile entstanden. Wir haben hier Ideenkanal, ein neuartiger Projektwettbewerb, Morgenland, ein Festival für eine enkeltaugliche Zukunft, das Kinderbuch, Benno und Benny, 94 ist ein Kulturverein, den wir gegründet haben. C wie Copyleft. Das ist ein Beispiel von der Ideenkanal Vorarlberg-Seite, Ideenkanal.at. Wir haben von Anfang an diesen Ideenkanal unter dieses Creative Commons gestellt und haben uns da auch ein bisschen gewundert, ob das wohl gut geht. Und die schöne Erfahrung war, dass die Vorarlberger, dass die das Projekt entscheidend weiterentwickelt haben. Mit Ansätzen, die wir noch nicht bedacht hatten. Es hat uns gezeigt, dass es wirklich Sinn macht, wenn man vor allem im gemeinnützigen Bereich tätig ist, dass man die Ideen nicht für sich behält, sondern dass die aufgeschnappt werden müssen, weiterentwickeln, dass dann genau man selber sehr, sehr viel profitiert, weil schlussendlich die eigene Plattform und alle, die mitwirken, wächst und verbessert wird. Deshalb gehen wir ganz kurz in die Werbung und sind dann gleich wieder zurück. Ideenkanal? Ja, da weiß ich was drüber. Die suchen eine gute Idee. Nein, die suchen keine gute Idee, eine spitzenmäßige Idee. Nein, auch keine spitzenmäßige. Eine oberspitzenmäßig krass gute Idee, die etwas bewegt. Und die ersten 5 Gewinner kriegen jeweils 1000 Euro und spitze Leute auf Twitter gestellt, um eure Ideen verwirklichen. Also machen wir's draus. Alles klar? Idee. Letztes Jahr haben wir zweimal den Dinner-Dialog durchgeführt. Das fand zweimal mit dem Thema Wirtschaftsethik und einmal mit Social Investment statt. Wir wollten weg von Veranstaltungen an der Hochschule, wo schon Grenzen setzt für gewisse Leute, die nicht studiert sind. Haben uns entschieden, dass wir diesen Anlass in einem öffentlichen Restaurant machen. Das Ganze auch ohne Eintritt, nichts. Man kommt und genießt das Abendessen. Da hatten wir auf einmal Krawattenträger mit Kapuzenpulloverträger. Das ist so ein bisschen eine interessante Geschichte, was Engagement heißt bei uns. Also bei uns ist nicht jeder Krawattenträger, bei uns ist auch nicht jeder studiert, aber ist sehr, sehr wohl interessiert am Handeln. F wie freie Spende. Das ist irgendwie, hat sich das so etabliert bei uns, bei den Veranstaltungen, auch bei allem anderen, was wir tun, dass wir immer nur freie Spende entgegennehmen. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, weil wir mittlerweile davon überzeugt sind, nachdem wir es ein paar Mal gemacht haben, dass wenn man selbst sich Gedanken machen muss über den Wert einer Sache, man nie in diese Konsumentenrolle hineinkommt, oh, jetzt habe ich bezahlt für was, jetzt will ich auch das bekommen, für was ich bezahlt habe, sondern höchstens, aber was kann ich denn dazu beitragen, dass der Wert größer wird? Wer gibt den Impuls? Wer ist das Idol hinter diesen ganzen Projekten? Für die, die ihn kennen, Manu Chao. Ein Musiker, das war vor circa 4 Jahren an einem Konzert in Barcelona, ein Benefizkonzert in einer kleinen Bar. Und wir sind dann nach dem Gespräch kurz ins Gespräch gekommen. Und da war da so grundsätzlich die Idee, ja, wenn denn du ein Benefizkonzert in Liechtenstein organisieren würdest, dann würde ich dann vielleicht schon kommen und wir könnten darüber reden. Und das war so der Impuls, wieso, für was Geld. In so einem kleinen Land wie Liechtenstein war das irgendwie schräg, dass man alles andere, was Geld bringt, so professionell managt und alles, was irgendwie für die Gesellschaft gut ist, dann irgendwie so im Dunkeln, im Untransparenten, so zwischen den Händen irgendwie passiert. Das war dann die Philanthropie Association Liechtenstein, das Schenken von Geld, Wissen und Zeit irgendwie so miteinander zu dokumentieren und zu managen, dass hier mehr Leute voneinander wissen und gemeinsam Sachen machen können. Da habe ich das vorgestellt und immer guten Zuspruch.
aber so nie so die direkte Umsetzung da. Und haben wir gedacht, ja, wenn nicht von oben, dann von unten. Und dann irgendwann war es dann, haben wir gedacht, du, jetzt müssen wir, weil jetzt haben wir schon so groß darüber geredet und gemacht. Und jetzt bleibt uns nicht mehr anders übrig, die Ärmel hoch. Und wir nennen das Ganze Benefaktum, weil dann ist schon mal eine große Chance, dass es was Gutes ist. Tue Gutes, oder? Und dann haben wir dann diese Gründungsversammlung gehalten. Da haben wir vorher schon ein Foto, das war das davor. Ja, ich bin dabei. Es wusste niemand, um was es geht. Das war auch ganz klar. Ob man es glaubt oder nicht, aber wir sind ein zertifizierter Lehrlingsbetrieb. Und darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Und zwar im, das ist Moritz, der hat bei uns ein Jahr das Praktikum abgeschlossen, also eine Mischung aus Lehre und Praktikum. Das ist unser Clubraum, nannten wir den. Und da kamen dann diese Berufsbildner vom Amt, hatten ihre eigene Praktikantin dabei, die hat auch aufgemacht, die so als... um zu lernen, wie man hier das Praktikumsinspektionsgespräch führt. Und hier steht, im Auftrag des Amtes für Berufsbildung führte Frau so und so Ausbildungsberaterin beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung am 26. Januar 2010 eine Betriebsinspektion durch. Erfolgreich. Es klingt jetzt alles ein bisschen wie der totale Spinner und die siffen da nur rum, aber Moritz hat vieles geleistet, sehr vieles. Und wir möchten, also das ist ganz wichtig, wir möchten hier wirklich Betätigungsfelder schaffen, wo Leute, die in diesem Bereich tätig sind, gemeinnützig, sozial, kulturell, dass die nicht irgendwo abhauen müssen nach Berlin, Wien, Zürich, ich weiß nicht wohin, wo es halt so ein bisschen eine Szene für sowas gibt, dass die hier bleiben können. MV Morgenland. Etwas erzählen. Barbara, bitte. Das Festival Morgenland Liechtenstein oder eben nicht Liechtenstein, sondern Morgenland zu erzählen, ist schier unmöglich. Wir versuchen es immer wieder und scheitern immer wieder. Unterdessen haben wir gesagt, es ist auch richtig, dass wir scheitern, weil ein Festival ist etwas, was überbordet, ein Festival ist etwas, was zu viel ist, was außerhalb der Ordnung des normalen Alltags stattfindet, etwas, was man nicht fassen kann, was sich ereignet, wenn es stattfindet. Man muss hingehen, man muss es erfahren und erleben. Und wir haben gemerkt, dass Leute häufig Angst haben vor Veränderung. Dass viele abtauchen, hoffen, dass es irgendwie an uns vorbeizieht und doch nicht stattfindet. Und dann haben wir gedacht, dies ist vor allem wichtig, dass wir die Menschen ermutigen, mit Veränderungen kreativ umzugehen, auf sie zuzugehen und zu lernen, zu erfahren, zu spüren, dass es immer sinnvoller ist, sich zu engagieren. Die Jungen engagieren sich, aber sie tun es nicht in den Strukturen, die von den alten, etablierten Politikern vorgegeben sind, sondern sie haben sich eigene Wege geschaffen, weil sie die Parteipolitik zum Beispiel auch als verlogen erleben. Behauptung als Technik zur Veränderung. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das ist etwas, was ihr pausenlos tut. Das ist alles ein bisschen absurd, aber ich glaube, das widerspiegelt... also nicht absurd im Sinne von, ich glaube, es funktioniert. Ja. Genau so. Ich habe mir am Anfang ganz, also so wirklich bin ich in mich gegangen und habe versucht zu erspüren, traue ich den Jungs oder nicht? Genau. Und ich habe dann das gewusst, doch, dass das schaffen die. Ovi Orakel, das ist das Vereinsorakel von Benefaktum. Es ist eine Schale mit mittlerweile 62 Steinen. Bei unangenehmen organisatorischen Entscheidungen, aber auch bei Streitigkeiten sowie Pattsituationen darf der Präsident gemäß in Reglement klar definierten Regeln das Orakel für die Entscheidungsfindung zur Rate ziehen. Seine Entscheidung ist endgültig. Und die Regeln, dieses Reglement, das gibt es nicht. Keine Ahnung. Und das war immer so absurd, aber mittlerweile wissen wir, dass wenn wir dann irgendwann wirklich so eine Pattsituation hätten, müssten wir uns erst darüber Gedanken machen, welche Regeln wir ins Reglement hineinschreiben, gemeinsam, und das von der Generalversammlung verabschieden. Und wenn wir es in diesem Prozess nicht schaffen, auf einen Nenner zu kommen, unabhängig vom Orakel, dann können wir den Verein gleich auflösen. Baby Party. Nachhaltigkeit ist für viele Leute immer so ein bisschen, ja, aber könnt ihr jetzt nicht da Party und die Birne weghauen und so Sachen. Deshalb haben wir uns entschieden, dass wir diesen Verein gründen. Ein schönes Instrument, um auch ein komplett anderes Publikum ein bisschen zu begeistern für ein nachhaltiges Denken, für ein enkeltaugliches Denken.
Und es ist nicht so, dass wir eben vorne das Öko und hinten die Party haben. Es war mehr, dass wir mit Benefactum auch schon halt irgendwie halt auch grün abgestempelt werden von einer ganz großen Zielgruppe, dass diese Themen eher egal sind, die reagieren eher auf eben Baby Party. Und gibt uns aber eine Möglichkeit, genau diese Zielgruppe auch anzusprechen und dann irgendwann das Ganze zu vermischen. Das gelingt eigentlich relativ gut. Auch das P wie Profit. Profit ist so eine Sache. Für manche ist es materiell, für andere sozial gemeinnützig. Wir versuchen das zu mischen. Wir verdienen, sagen wir immer gern, beide 2000 brutto aus dem Morgenland, verdienen ein bisschen was dazu über den Ideenkanal. Das ist in Liechtenstein sehr wenig. R. Das bringt mich zum nächsten Thema, Risiko. Das birgt auch Risiko. Wir wissen nicht, was nächstes Jahr ist. Wir wissen auch nicht, was nach dem Morgenland-Festival ist. Aber das macht es spannend und das macht bis jetzt noch Spaß. T wie Theater. Er hat Wirtschaftsinformatik studiert und ich Entrepreneurship. Und beide haben wir Businesspläne, Marketingpläne, viel Theorie. Und alles muss abgesprochen werden, wie viel verdient wer, was ist dein Anteil, all diese Themen. Und bei den Theaterleuten ist es ziemlich genau umgekehrt. Die fangen einfach mal an, die erzählen die Geschichte, sie erzählen sie immer weiter, sie finden Leute, die unterstützen, Anschubsfinanzierungen und lassen sich nicht irgendwie aufhalten, von dass Dinge noch nicht geklärt sind. Und da ein Dankeschön an die Theaterlandschaft, dass wir hier als Wirtschaftsstudenten sehr viel über Projektmanagement aus der Theaterwelt lernen durften. U wie unerwartet. Applaus.